Was ist die beste Pistole der Welt? Nun, meiner bescheidener Meinung nach gibt es sowas nicht. Man muss bei der Wahl der Pistole oder der Schusswaffe immer schauen, wofür ist diese Waffe ursprünglich konzipiert worden und wo wird sie denn eingesetzt. Es gibt viele Waffen auf dem Markt. Wir haben Klassiker wie die alte CZ-75, deren Nachfolger wie die Transitional, also das Zwischenstück zwischen dieser hier runde Abzugsbügel und der 75B. Wir haben die Shadow-Serie, Shadow 2 etc. Wir haben moderne Klassiker wie die Sig Sauer P-Serie, Leichtmetall-Griffstück, Stahlschlitten etc. Hervorragende Waffe. Wird nach wie vor in Abwandlung hergestellt. Damit ist sie ja eigentlich schon sehr bewährt und nach wie vor von vielen, vielen Behörden weltweit eingesetzt. Wir haben moderne Waffen aus Kunststoff, Polymer, wie hier die Mutter aller Tupperwaffen, die Glock, hier die Glock 17. Oder auch andere Varianten wie jetzt hier, zwar nur die P07 Kadett von CZ, aber die P07. Aber welche davon ist denn die beste? Wie eingangs gesagt, ich persönlich glaube nicht, dass es tatsächlich die beste Waffe gibt. Muss ich zum Beispiel eine Waffe 8, 10, 12 Stunden am Tag am Gürtel tragen, an einer Koppel, in einem Holster, wie jetzt ein Polizeibeamter, dann muss ich ganz ehrlich sagen, geht nichts über eine vernünftige Polymerwaffe. Sie ist leichtgewichtig, wiegt im Regelfall 700, 800 Gramm ohne Munition. Dann packen wir noch mal die 16 bis 18 Schuss Munition rein und da bin ich noch immer unter einem Kilo. Und damit lässt sich diese Waffe besser den ganzen Tag mit der ganzen anderen Ausrüstung in einem Holster führen, als jetzt zum Beispiel eine CZ-75, die 900 oder 1000 Gramm wiegt, ohne Munition. Dann kommt die Munition noch dazu und dann bin ich über ein Kilo Gesamtgewicht. Es gibt Themen wie Zuverlässigkeit, es gibt Themen wie Rückstoßkontrolle. Nehmen wir hier zum Beispiel den Klassiker, die Sig Sauer P226. Diese im Vergleich zu einer Glock 17. So, und dann sehen wir ja schon, dass ich allein schon vom Griff her mit meiner Hand bei der Glock wesentlich näher an die Laufachse herankomme als jetzt bei der P226. So, und damit lässt sich bei einer Glock der Rückstoß besser kontrollieren als bei einer Sig Sauer. Aber auch das ist eine Sache des Trainings und der Übung. Man muss das tatsächlich trainieren. Und dann kommt es auch tatsächlich darauf an, wofür diese Waffe eingesetzt wird. Keine dieser Waffen, die ich gerade eben gezeigt habe, sind von ihrem Ursprung her als Sportwaffen konzipiert worden. Es sind reine Verteidigungswaffen. Sie sind dafür konzipiert worden und gebaut worden, um sein Leben zu schützen. Und dafür sind diese Waffen makellos. Alle, wie sie da liegen. Möchte ich diese Waffen aber im sportlichen Bereich einsetzen? Da gibt es durchaus Waffen, die sind dafür vielleicht besser geeignet. Sig Sauer X-Serie, reinrassige Sportwaffen. CZ Shadow 2, reinrassige Sportwaffen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, für welche skisportliche Disziplin sollen diese Waffen eingesetzt werden. In den diversen Foren werden immer wieder die Fragen gestellt, welche ist denn die bessere Waffe? Welche soll ich mir denn kaufen? Und. Auch dazu hatte ich schon vor längerer Zeit mal ein Video gemacht. Man kann es der fragenden Person nicht beantworten, da es einfach von den persönlichen Präferenzen abhängt. Es kommt darauf an, für welche Disziplin sie eingesetzt werden will. Natürlich kann ich DSB-Präzisionsschießen mit einer Glock 17 machen. Werde ich damit irgendwelche Top-Ergebnisse schießen? Im Vergleich zu einer X-Serie oder einer Les Bear? Wahrscheinlich nein. Aber ich kann da im Mittelfeld mitspielen. Möchte ich mehr, dann ist die Glock die falsche Wahl. Bin ich jetzt zum Beispiel in einem Bereich BDMP, Dienstpistolenschießen? Hey, Glock, Sig, CZ in den Standardvarianten. Shadow 2? Nein. Deshalb, es gibt nicht dieses Ding, die beste Waffe. Das gibt es nicht. Es kommt immer darauf an, wofür ist sie konzipiert, wofür setze ich sie ein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade hier mit der Glock 17 und ihr wisst alle, ich bin eigentlich der Anti-Glocker in Person. Habe aber jetzt selber eine erworben. Zwar hier die Gen 4 FS. Habe ich ja schon einige Videos drüber gemacht. So, wenn ich jetzt schaue, wofür ich diese Waffe verwende, nämlich Station 1 EPP oder EPP Polymer generell,
wo es darauf ankommt, eine Waffe zu ziehen, durchzuladen und sofort 5 Schuss raus, schnelles Magazin wechseln und wieder 5 Schuss raus. Dann ist die Glock, die ist da absolut prädestiniert dafür. Dafür, für diese Art des Schießens ist sie konzipiert. Nämlich das schnelle Schießen. Mit der Sig Sauer P-Serie, klar kann man das machen, aber damit glücklich werden würde ich wahrscheinlich nicht. Mit der CZ werde ich jetzt auf dem Ranglistenturnier sehen, aber mit der Optik obendrauf, also mit dem Red Dot. Ihr seht also, und denke ich, ihr versteht auch, worauf ich hinaus will, es gibt sie nicht, die beste Waffe. Ihr müsst immer gucken, welcher Verband, welche Disziplin, was lässt die Sportordnung zu und welche Waffe ist für diese Disziplin die beste Wahl. Aber selbst dann wird es nicht die beste geben, denn nur weil ich jetzt zum Beispiel mit der CZ-75 gut klarkomme, heißt es nicht, dass es der andere auch tut. Und daher heißt es auch hier wieder üben, 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 testen, 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 bis ihr die Waffe gefunden habt, die für euren Bedarf, für eure Hände, für eure Ergonomie am besten geeignet ist.